Willkommen zurück zu einem weiteren Car Community Video. Wir sind immer noch im Wald, saßen jetzt eine Woche hier. Ist mittlerweile auch ein bisschen kälter geworden. Aber gut, ich würde sagen, PPV, wir starten direkt rein. Bist du ready? Ich bin ready und freue mich auf das wunderschöne Auto von Markus. Ja, dann gucken wir ihn jetzt mal an. Was haben wir hier? Wir haben hier einen M2 Competition, würde ich sagen. Mit M-Performance Heckspoiler, was natürlich ziemlich geil ist. Eine Sache, die ich nicht so cool finde, ist das Schiebedach, weil man kann Carbondach haben. Carbondach ist immer cooler als Schiebedach. Sonst, Farbe ist geil, Design ist geil, die Felgen finde ich auch sehr schön. Also allgemein muss ich sagen, es ist ein sehr stimmiges Paket. Gefällt mir auch sehr, muss ich sagen. Farbe finde ich auch gut, auch wenn du vorne schaust. Im Frontsplitter hat er schön noch die M-Farben mit verarbeitet. Allgemein auch die Lackierung finde ich super. Sehr cool gemacht. Also wirklich ein super schönes Auto und absolut eine coole Pocket Rocket. Definitiv, ne? Zum Querfahren mega. Ja. Also echt ein cooles Auto. Ich gebe deinem M2 eine 8,5 von 10. Ich finde, das sieht echt gut aus. Ja, ist ein schönes Auto. Ja, mache ich mal mit. 8,5 finde ich gut. Ein kleiner Nachmacher, ne? Mhm. Gut, dann starten wir jetzt als nächstes mit... Ja, das ist eine gute Frage. Nee, warum? Welchen Namen wir nehmen, ne? Ja, ich bin gerade am Schauen. L13E7019N, ja, rotes Herz, Schloss. Ja, genau, alles klar. Er hat leider auch am Ende nichts geschrieben, aber ich lese einfach mal vor, okay? Hallo. Ich darf gar nicht lesen. Ich würde mich freuen, wenn mein Audi bei euch in einem Video vorkommen würde. Jupp, ist er. Das ist er jetzt. Es ist ein Audi A4, B8 oder auch als 8K bekannt, der etwas umgebaut wurde. Es ist ein Gewindefahrwerk verbaut und ein paar Maxton wieder Design hatten wir. Sprachenlernen mit Bubble oder was ist los bei dir? Nee, wieso? Maxton? Ja, so, Entschuldigung, das war mein, ja? Das ist so kalt, das war mein Schal, der rutschte mir irgendwie so unter das Kinn. Solange nicht ans Mikro gehen? Also, Maxton Design-Abbauteile verbaut. Dazu sind noch ein paar schicke Felgen und ein schicker Ducktail-Spoiler, der auf eine geringe Stückzahl limitiert ist draufgekommen. Die Leistung wurde auch auf 305 PS erhöht. Dafür wurden am Motor viele Innereien verstärkt. Neue Kolben, neue Pleuel und so weiter. Bilder folgen. Die blenden wir gleich ein. Wenn möglich, bitte das Kennzeichen entfernen. Jawohl, das ist bei allen Autos der Fall. Vor allem, er hat mich die Bilder geschickt ohne Kennzeichen. Ach so, okay. Ja, stimmt. Ja, genau. Guter ich, Mann. Ich freue mich, wenn ich in einem eurer Videos zu sehen sein. Besten Gruß aus dem schönen Donau-Ries. Besten Gruß aus dem Wald zurück. Genau. Also, Auto finde ich sieht sehr, sehr, sehr cool aus. Vor allem der Frontsplitter mit den Struts nach oben. Das ist ein bisschen wie beim GT Black Series. Finde ich sehr, sehr, sehr cool. Felge mag ich auch sehr gerne. Vor allem mag ich auch. Mit dem Tire Writing sieht das auch sehr, sehr, sehr geil aus. Aber eine Sache, die du wirklich sofort ändern musst bei deinem Auto, ist die Chromleistung, die Fenster. Die muss schwarz. Würde noch ein bisschen böser aussehen, ne, wenn das so ein Blackpack wäre. Mit dem Edding, nee. Das geht. Kleine Folie rumziehen oder so. Ja. Ne? Spoiler hinten, Hammer, Diffusor hinten, sehr gut. Also ich finde allgemein ist das einer der, also mit die schönste Baureihe, die Audi gemacht hat, vom A4. Wirklich sehr, sehr, sehr cooles Auto von mir. Jetzt mit den 305 PS geht ja auch nicht so schlecht, denke ich mal. Ne? Und Quattro Power ist immer gut. Ach, die Felge ist richtig schick. Die ist gut, ne? Mhm, finde ich richtig gut. Also alleine deshalb, muss ich ganz ehrlich sagen, ne, von mir gibt es eine 8,5. Von mir gibt es eine 9, weil ich die Location von den Bildern auch sehr cool finde, muss ich sagen. Das ist eine geile Kombi. Ja. Autobilder, passt alles 1A. Gut, weiter geht es mit Domi. Servus, ihr drei. Ach, guck mal, die haben dich auch angesprochen, Patrick. Ne? Sonst fühlt er sich immer so alleine. Mein Auto für euch zum Reagieren. Ein BMW Z4 E85, auch wenn er nur 177 PS hat, macht die Kombination aus Handschalter, Heckantrieb, 6-Zylinder-Sauger und überschaubarem tief sitzendem Gewicht jeden Tag wahnsinnig Spaß. Wenn dann auch noch das Wetter mitspielt und das Dach auf ist, bin ich ein sehr glücklicher Mann. Gleichzeitig hat das Auto mehr als genug Kofferraum, um zu zweit Dach offen, bequem in den Urlaub zu fahren und die Unterhaltskosten sind studentenfreundlich überstaubar. Bilder folgen, viele Grüße, Domi. Also kofferraummäßig, ne? Da gibt es ja nur einen Weg, wie man das testen kann eigentlich. Ja, einfach den Patrick-Test. Also schick uns mal deine Adresse, wir packen Patrick in den Karton und sollte er, was haben wir jetzt, Mittwoch, Donnerstag, Freitag bei dir ankommen. Genau, dann filmt ihr das kurz. Genau. Und bitte Patrick aber wieder zurückschicken.
Das wäre echt gut. Mit Return-Label geben wir mit. Ist doch okay, oder Patrick? Für die Community? Patrick hat genickt, wie immer. Ja, wie immer. Also erstes Bild, ziemlich geil, was im Schnee ist, offen. Finde ich sehr cool. Bin ich hier allein oder sagst du auch was? Nein, schönes Auto. Ich schaue gerade noch ein bisschen. Ich habe mir die Felge gerade ein bisschen angeschaut. Oldschool halt die Felge, ne? Ja, genau. Aber ist nicht schlecht. Verschraubten Ring, ja, ne. Ich bin noch nie ein Z4 gefahren. Schönes kleines handliches Auto. Das mit dem Gepäck in der Tat, da müssen wir eigentlich den Patrick-Test machen. Und es kommt natürlich immer darauf an, wenn man damit zu zweit in Urlaub fahren will, wer der Beifahrer ist. Ne? Also, und wie lange man wegfährt. Ja, genau. Ne? Also wenn ich mir da so vorstelle, dass da irgendwie so 10 Paar Schuhe, Damenschuhe und 1000 Kleider, Klamotten und sonstige Sachen, dann kann schon eng werden. Das könnte definitiv eng werden. Aber ansonsten ein schönes Auto. Also von mir gibt das, ich bin ja leider bei der Felge, bin ich ja immer so ein Anti-Silber-Typ. Merkt man gar nicht. Nee, ne? Weiß ich auch. Deshalb gibt es von mir eine 7,5. Okay, das ist aber jetzt nicht schlecht, das ist ganz schön gut. Da bin ich, glaube ich, sogar ein bisschen kritischer. Ich persönlich würde diesem Kfz eine 6,5 geben. Okay. Ich bin leider einfach nicht so der größte BMW-Fan. Aber dafür gibt es jetzt ein AMG. Jetzt kommt ein AMG von Marco. Oh. Genau. Genau. Hey, hey. Hey, hey. Ja, genau. Hey, hey, zurück. Hier seht ihr meinen umgebauten AMG GTS Edition One. Der Wagen ist eine Spezialanfertigung vom Luftfahrwerk auf Basis des originalen AMG-Dämpfern mit originaler Härteverstellung. Außerdem hat er einzelgefertigte dreiteilige Felgen von RAD 48 sowie ein Clubsportbügel im AMG GTR-Style. Natürlich sind noch weitere Kleinigkeiten verändert worden, die hier allerdings den Rahmen sprengen würden. Liebe Grüße, Marco. Geil. Bis auf die Felge, die man im ersten Bild sieht, finde ich das Auto echt geil. Ja, also das Auto ist ein cooles Auto und man sieht ja, dass du dein Auto wirklich liebst. Das ist schon richtig cool, was du da alles noch gemacht hast. Ja, die Felge, das ist so ein Thema. Man kann sie ja, ich hätte sie gerne so von der Seite mal richtig gesehen. So sehen, so turbinenmäßig. Ja, genau, so ein bisschen turbinenmäßig. Bei mir ist wieder der Punkt, mir ist ein Ticken zu tief. Ja, damit hast du echt, das ist ja auch Luftfahrwerk, kann ja hochfahren. Ja, okay, kann er hochfahren, genau. Also ist das nur die Parkposition für ein paar Fotoshoots, okay. Ja, dann ist in Ordnung. Ich finde das Kennzeichen interessant hinten. Was ist das für ein Kennzeichen? Kann ich dir gar nicht sagen. Jetzt ernsthaft. Kann ich nicht sagen. Wo wohnst du? Asiatische. Ja, das hat er ja nur drüber gepackt, als Blende sozusagen. Nee, wo wohnst du? Nee, aber geil, ich finde den Überrollkäfig auch sehr, sehr nice. Vor allem, wie man für das Luftfahrwerk hinten das Ding halt sieht. Finde ich sehr cool. Weiß geht immer beim GT. Schönes Auto. Von mir kriegst du definitiv eine 9 von 10. Hättest du eine 10 gekriegt, hättest du andere Felgen drauf. Und die Facelift-Lichter vorne noch, das wäre auch noch ganz schön. No, das finde ich, die Facelift-Lichter müssen nicht unbedingt sein. Also bei mir gibt es eine 8,5. Boah, das klingt doch vernünftig. Weiter geht es mit Paul. Hey Jungs, ich habe euch gerade zwei Bilder von dem Auto von meinem Vater geschickt. Ein Audi Q5 von 2019, Vierzylinder-Diesel, 190 PS, Spitze ca. 220 km/h. Das Auto ist bzw. war voll ausgestattet. Warum war? Leider wurde er uns vor knapp einem halben Jahr geklaut. Ups. Sehr traurig. Jetzt ist es aber wieder ein Q5. Dieses Mal in Weiß. Sieht auch echt nice aus. Liebe Grüße, Paul. Wir sehen hier einen roten, geklauten Audi Q5. Falls jemand dieses Auto sieht, bitte melden. Na? Genau. Q5 finde ich cool. Ja, finde ich auch. Q5 ist ein mega Auto. Vor allem, ich finde bei Audi immer Daytona-Grau eine sehr schöne Farbe. Was fahren jetzt hier so viele Autos lang? Also wirklich, das gibt jetzt hier gleich Stress. Ja, aber ganz ehrlich, das Rot sieht richtig gut aus. Ja, finde ich auch. Ist ein schönes Rot. Mhm. Da finde ich auch die Kombination mit der Felge eigentlich ganz gut. Oi. Ja, die ist ja so ein bisschen Bicolor. Also das Diamond Cut. Ja, Diamond Cut. Genau, ja, aber ist ja zwei Farbeneffekt. Also sehr schönes Auto. Ja. Und Diesel ökonomisch, gutes Durchzugsvermögen, guter Drehmomentseffekt. Also von mir gibt es eine 7,5. Das finde ich sehr vernünftig. Dann machen wir. Achso, ich muss ja auch noch eine Zahl sagen. Das wäre ganz nett, bevor ich hier weiterlese. Ja, das stimmt, ja.
Ich gebe dem Auto eine 7. Eine 7, eine vernünftige 7. Okay. Gut. Bist das du klingt doch vernünftig. Bitte ja, hier kann ich jetzt leider niemanden mit Namen ansprechen, aber wir blenden ja den Insta-Tag ein. Also Reef wird er wahrscheinlich nicht heißen. Hey, habe ein Auto für ein Bewertungsvideo. Ist ein Polo AW Airline, 95 PS. Ist zwar nicht viel, reicht aber aus. Richtig. Schon wieder alle VWs irgendwie schön im Blau. Mhm, aber ist auch wieder ein schönes Blau, ne? Ja, ich finde die Bilder auch sehr schön. Die sind nur sehr dunkel, dass man schwer was bewerten kann. Felge finde ich cool, ist so ein bisschen wie die alte GTI-Felge vom Style. Mhm. Sehr abgewandelt, aber hat was. Mhm. Ich meine, für in der Stadt und so ist ein Polo voll das coole Auto, warum nicht? Ja. Finde ich gut. Ist ein schönes Auto und ja. 95 PS ist für das Auto, denke ich mal, auch vollkommen ausreichend. Da hat er jetzt ja nichts großartig was dran verändert. Also das ist alles, sieht alles ja soweit standardmäßig aus. Ne? Würde ich auch sagen, sieht vernünftig Würde ich auch sagen. Aus. Also von mir, ach nee, du musst ja... Anfang? Von mir gibt es für das Auto eine 7,832 von 10. Und von dir? Die 3,2 sind, weil ich die Felge noch cool finde. Achso, okay. Ja, genau. 7,5. Ja. Mir ist gerade, wie du vielleicht gesehen hast, ein kleiner Fehler untergegangen. Das kann hier, ich mir bei dir gar nicht hier vorstellen. Ist eine, Untergang ist er denn nicht, unterlaufen heißt das. Hier ist eine Textnachricht dazwischen. Die kannst du einfach skippen, okay? Ah ja. Das war jemand, der ein paar Tage, nachdem er seine Bilder geschickt hat, erst den Text zum Auto geschickt hat. Und da ist das manchmal ein bisschen, ne? Von der Sortierung nicht ganz so einfach. Ganz genau, das hast du super erklärt, dankeschön. Gut, dann hauen wir mal einen Schlag rein, denn jetzt geht es weiter mit Joel. Also, ist zwar kein Auto, aber trotzdem große Leidenschaft. Meine Puch Supermaxi LG1 mit Jahrgang 1984. Eins der seltensten Puch Mofa-Modelle. Für 500 Franken als Scheunenfund gekauft und für 2000 Franken komplett restauriert. Läuft etwa 60 km/h. Warte, was? Arbeitsstunden und emotionaler Wert. Wert sind unbezahlbar, das stimmt. Und der performante Sticker darf natürlich auch nicht stehen. Das stimmt, fehlen. Geil. Also der performante Sticker ist richtig gut. Also das Ding sieht richtig cool aus. Und 84, also man sieht, dass da echt mit richtig, richtig viel Liebe dran gearbeitet worden ist. Hast du da eine Lambo-Farbe drauf? Das Orange? Ja. Ja, das wäre nochmal interessant zu wissen. Aber es kann auch sein, dass es eine... Aber das ist schon sehr schön. Die hat er schon schön, schön zurecht gemacht. Also so viel Liebe zum Detail. Das gibt von mir echt eine 9,5. Das muss ich auch sagen. Da mache ich direkt mit, weil ich es einfach cool finde. Ja. Liegt sehr, sehr, sehr cool. Gut, dann machen wir auch mal direkt weiter und du darfst vorlesen, weil irgendwie kriege ich das gerade nicht so gut im Lesen. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt, ja. Ach, jetzt kommt Cedric. Hallo. Moin, moin zusammen. Vorab, feier das Community... Community Car. Ich sage jetzt nur noch CC. Das Community Car Format extrem. Richtig Vielleicht coole Autos dabei. Lesen einfach lassen. Ja, genau. Cedric kannst du vorlesen. Ah, das wird noch schlimmer. Richtig coole Autos dabei. Ich möchte auch mal mein Glück probieren. Hey, natürlich, das ist ja keine Glückwunsch, Lotterie. Du hast es geschafft. Ja, genau, das ist ja keine Lotterie. Jeder kommt dran, es ist alles nur eine Frage der Zeit. Richtig. Ich habe hier meine schöne Mercedes A-Klasse A180 W176 mit AMG-Paket, Baujahr 2017, Leistungssteigerung auf süße 180 PS und ein paar Teile, Seitenschweller, Kühlergrill, wurden in schwarz foliert. Grüße aus Osnabrück. Ja. Du hast das gleiche Weiß, was ich auch am A45 hatte. Stimmt. Das Zitrusweiß. Hast du auch die Probleme, dass die Handles, hätte ich fast gesagt, die Türgriffe, weißer sind als der eigentliche Lack vom Auto? Das wäre mal sehr interessant zu wissen. Das sah aber Alex immer ganz lustig aus vom A45. Also. Du siehst auch ganz lustig aus und ich sage nichts. Mann. Ich finde das Auto einfach schön. Ich muss auch. Es sagen. Schöne schwarze Felge. Auch seine kleinen Details mit der Folie. Und finde ich richtig gut. Das ist ein super, super kompaktes Auto. Definitiv. Gib von mir eine 8. Gib von mir auch eine 8 von 10, weil ich finde auch, das ist die Generation von A-Klasse mit dem schönsten Hintern gewesen. Definitiv. Gut, weiter geht es. Jetzt kommt Johnny Boy. Genau. Ne? John ist jetzt am Start. Hey, Smiley. dachte mir, ich schicke hier auch mein Auto rein. Bin noch in der Ausbildung, von daher bin ich echt stolz auf mein Auto, kann es mir komplett selbst leisten. Glückwunsch. Nicht schlecht. Nun zum Auto. BMW E93 320D 4-Facelift, M-Paket innen wie außen.
Vollausstattung 255er Reifen vom 335i, 177 PS, 350 Newtonmeter, handgeschaltet, bald kommt ein Chip-Tuning dran, 210 bis 220 PS, 470 Newtonmeter, leider sehr schwer, da Hardtop 1700 Kilo, Bilder folgen, würde mich freuen, im Video zu sein. Ein bisschen Video, Glückwunsch. Und wir sehen das Auto, optisch schon echt cool, vor allem All Black Everything, nice. Heller Innenraum, davon bin ich jetzt nicht so der größte Fan, muss ich sagen. Und wenn du ein bisschen Geld vielleicht noch in das Auto reinstecken möchtest in der Zukunft, hol dir Spurplatten, vor allem hinten. Ja, aber du musst immer sehen, ne? Er ist noch in der Ausbildung. Deswegen sage ich ja natürlich. Ja, es muss ja auch passen. Richtig. Und dafür ist es schon ein tolles Auto. Mega. Sollte auch einigermaßen wirtschaftlich sein. Ne? Wenn man in der Ausbildung ist, dann muss man ja auch jeden Euro mal umdrehen. Ne? Und das bei stimmt. Den Spritpreisen, die wir jetzt aktuell haben, da kann das schon eng werden, ja. Wir haben jetzt übrigens 5 Teslas deswegen bestellt. Ja. Der Strom wird auch teurer, also insofern. Ja. Ich gebe dem Auto eine 7 von 10, da ich das Cabrio an sich eigentlich nicht ganz so schön finde. Aber geiles Auto, Respekt davor, dass du das Auto ist. Das ist gut und ich meine, du kannst es aus eigener Kraft stemmen, das ist super. Ja. Insofern mach ich bei deiner Bewertung mit. Oh, das freut mich. Weiter geht es mit Punkt. Ja, genau. Mit D-Punkt wie lief. Genau, Instatec ist ja eingeblendet. Das ist unser Porsche Macan GTS mit Chip-Tuning und Carbon-Optik-Zubehör. Grüße aus der Schweiz. Geil. Sieht echt geil aus. Bilder sind auch cool. Sehr, sehr gut, ja. Ist, glaube ich, mattgrau das Auto, würde ich sagen. Mit den schönen schwarzen Felgen, mit dem silbernen Rand. Den kann man gut folieren, den silbernen Rand, falls ihr den ganz schwarz haben wollt. Ist einfach ein geiles Auto. Echt. Und die haben die extra Spoilerlippe hinten beim Kofferraum gemacht. Hast du das gesehen hier? Das markanter aussieht, so ein bisschen aggressiver. Bei mir ist ein Foto leider nicht. Und was hast du denn da schon wieder angestellt? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Was hast du denn da schon wieder? Immer die Alten und die Technik, ne? Oh, ja. Sehr schön, danke. Patrick, was sagst du? Sehr schön. Nee, geiles Auto, definitiv. Porsche geht immer, vor allem so wie ihr den da zurecht gemacht habt, finde ich den Hammer. Also, schöne Grüße raus in die Schweiz, von mir gibt es eine 8,5. Ja. Von mir auch. Das freut mich. Von mir auch. Ja, ich muss ja noch mal jetzt kurz gucken, warum ich jetzt das Foto hier sortieren und so, ne? Krasser Typ. Ja, das ist alles. Ja, ist alles schwer. Ja, das war's auch schon. Das war's schon mit diesem Car-Community-Video. Ja. Wir freuen uns aufs nächste. Also, wie gesagt, alles gerne an tsc.patrick schicken. Nein, Spaß beiseite. An die E-Mail-Adresse am besten. Genau, die blenden wir hier nochmal ein. Yep. Da könnt ihr es einfach ranschicken und dann kommt ihr in der Zukunft auch irgendwann mal ran. Nicht traurig sein, wenn es länger dauert. Aber ja. Es ist kalt, wir fahren jetzt alle nach Hause. Genau. Na, danke für deine Zeit wie immer. Danke für deine Zeit wie immer. Danke für deine Zeit. Frank auch danke. Und GT4 steht da vorne auch noch mal danke. Den sieht man nicht, dieses kleine Bobby-Kartei. Ja. Danke an den wunderschönen Wald und an die Autofahrer, die hier Lärm machen. Aber ich bin jetzt weg. Tschüss. I'ma make a better